Ja, hallo. Ja, das ist der 13. Ja. Sehr schön, dass ihr da seid. Ja, wir sind die Hookbros. Ja, Bölkstoff auf die Ohren. Genau. Hood Hazard am Start. Richtig. Heute mit. Ja, ein Freitag der 13. Eine Odyssee hinter uns. Wir haben vor drei, vier Wochen haben wir da die ganze Reihe eigentlich jeden Donnerstag angeguckt. Ja, wir haben es eigentlich durchgezogen. Das waren 10 Wochen sozusagen hintereinander. 10 Wochen hintereinander, ja genau. Elf sogar. Der Nispelchen haben wir auch noch reingezogen. Stimmt, war auch nicht schlecht. Ja, ja. Also ist sehr interessant, das kann ich schon anfangen vorwegnehmen. Ja, nimm mal. Ich bin mir, auch wenn es natürlich Kritiker gab schon immer, wird es auch immer geben, auch wenn da einige schon am Anfang was dagegen hatten, so als Halloween-Klon. Ja. Ich bin überrascht, jetzt fangen wir mal ganz unten an von der Handwerkskunst, dass eigentlich jeder Teil für sich richtig relativ gut war. Ja, also richtig geil war eigentlich. Es gab auch nie so einen direkten Abbruch, wo man sagen musste, jetzt ist es schlecht geworden. Nee. Also für mich nicht. Für mich auch nicht. Also selbst im Weltraum hat es funktioniert. Ja, der Weltraum hat tatsächlich eigentlich recht gut funktioniert. Ja, richtig gut funktioniert. Ja. Das war eigentlich gut bestückt, der Film, wenn ich das so sagen darf. Ja, das steht da natürlich immer. Also, gut bestückt sind sie immer, ja. Was wir natürlich meinen, ist gut bestückte Holzfotohütten. Ja, Balkone. Ist halt so. Mein Gott, ja, es sind die 80er. Aber wenn man das nicht sagen darf, dann... Ja, wir sind schon 80er Bastarde, also liebe Damen und Herren da draußen, das ist schon... Nee, aber es ist... Aber es war ja nur als Scherz gedacht, gut bestückt meine ich auch, gut bestückt mit Schauspielern. Kevin Bacon, Crispin Glover. Stimmt. Corey Feldman. Also richtige Markenzeichen der 80er. Richtig. So 80er Knorkmarken. Also wir können mal von vorne anfangen. Also der erste Teil, ich weiß nur vom ersten Teil kann ich Infos raus. Ja, schless it aus. Slash it. Das ganze Ding ist ja losgegangen, weil ja Carpenter mit Halloween so einen Erfolg hatte. Das war ja der Ur-Slasher, Meister aller, nicht nur, der Carpenter war nicht nur Meister von Slasher, der war das auch. Das ist interessant, Carpenter ist eigentlich ein Multitalent gewesen, wenn man überlegt. Ja, Action, Horror, Slasher, richtig. Hat alles drauf gehabt. Stimmt. Alles, was auch ein bisschen blutig war, ja. Aber auch witzig. Hier, Big Trouble in Little China, noch einer der besten Action, Comedy, Horror, Grusel, was auch immer. Ja, so stimmt. Ein guter Genre-Mix auch, ja. Stimmt. Und halt natürlich, Flucht aus L.A. oder. Flucht aus L.A. Da scheinen sich ja die Geister irgendwie. Also nicht beim ersten, beim zweiten. Ja, beim zweiten, ja. Oh, ich fand den zweiten schon damals genial. Ja, ich fand ja. Cinema konnte ja nichts anderes finden als anscheinend schlechte Special Effects. Hat das so arg geschafft? Nee, gar nicht. Das fand eigentlich relativ fantastisch, ja. Ja. Aber und ich kann es immer noch, ich führe es sehr ungern an. ILM und Co., alles schön gut. James Cameron, Titanic, richtig guter Film. Die Eisbergszene, das ist immer noch relativ die schlechtest durchgeführte Szene. Stimmt. Ich weiß nicht, die war so richtig minimal schlecht abgegriffen, farbtechnisch. Ja. Da habe ich mir gedacht, hat das keiner gesehen? Da gucken doch wirklich Hunderte, bei James Cameron wahrscheinlich Tausende von Leute drüber. Ja, ich verstehe es auch und nicht. Und haben das trotzdem so drin gelassen. Da gab es andere Filme, die haben das tausendmal besser gemacht mit James Cameron halt, mit tausendmal weniger Geld. Ja, stimmt. Es war echt, diese Eisblock-Szene war echt, da ist nur so ein bisschen Trockeneis dann auf die Brüste. Das war auch vom Farblichen her. Das war schon komisch. Irgendwie, ja. Gut. Also, dass wir auf sowas Kleinem rumreiten, aber das darf man, wenn man James Cameron angreift. Das stimmt. Weil der ist ja anscheinend perfekt. Ja. Nee, er war perfekt. Er war perfekt. Bis True Lies, nach True Lies. Ja. Da gab's dann kam erstmal Avatar-Film, oder? Stimmt, da kam Avatar. Dann ist er abgetaucht und hat sich erstmal die Birne verblödet. Vielleicht hat er zu viel Wasserdruck, Luftdruck oder irgendwas. Ja, oder hat irgendwas hat ihn geschält. Er hat an irgendwelchen Quallen gesaugt. Drogenquallen, keine Ahnung, wo LSD-Quallen, wo das dann völlig durchgeknallt ist. Irgendwas muss da unten passiert sein. Jetzt war es auch tatsächlich eine richtig blaue, voll betrunkene Seejungfrau, die da jeden Abend durchgeknattert hat. Und seitdem hat er diesen Blausplien für Augen. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ja. Blau sein kann man auch so. Also ja, wenn ich dann. Ist ja raus. Hier, ihr kennt uns ja. Jeden Donnerstag auf Twitch eigentlich auch hübsch anzusehen. Ja, stimmt. Nicht. Ja, wir machen jeden Donnerstag Avatar, jede Avatar-Fortsetzung. Blau. Aber Avatar wäre mal. Wäre mal ein eigenes Podcast-Thema. Avatar, ja. Den müssen wir mal angucken. Wir müssen aber kurz was dazu sagen. Wir lieben James Cameron-Filme bis zu einem bestimmten Jahrgang. Dann wird's eher essig, also was den beiden betrifft. Stimmt, ja. Also zum Beispiel,
Lieblings. Oh, James Cameron Film ist, ich glaube, immer noch Aliens. Aliens der ist von Anfang, halt aber oh, ja, ohne Scheiß. Aber ich glaube, der ist von Anfang bis Ende perfekt. Und Terminator haben wir auch ganz vergessen. Aber Aliens hat ja, mit stimmt. Abstand für mich. Es ist wie bei Terminator. Ja, okay, das hat er selber gemacht in der ersten Teil, aber in der Alien-Reihe ist das für mich mein Favorit. Ja. Weil hat alles gepasst. Da kam dann auch doch die Action dazu als Genre. Stimmt. Nicht nur der Grusel, das Ekel. Das Ekel, genau. Stimmt wobei eigentlich, wobei der Franzose am Ende auch nicht schlecht war. Aber ja, Alien, der war auch der vierte. Ja. Aber nicht, dass wir jetzt abschweifen. Ja, stimmt. Obwohl Alien 3 halt. Wir wollen slashern. Ui! Ja. Ja. Okay, jetzt schweifen wir wirklich ab. Nicht abschweifen, ja. Jetzt gehen wir zurück zu Camp Blood. Ja, ja. Zum Tom Savini. Tom, ne, ja. ja, ich wollte nur so einen Name-Drop reinbringen. Tropfnamen. Camp Crystal Lake. Mein Gott, ich habe Crystal Lake gerade völlig verpeilt. Ja, Crystal Lake, genau. Matt. Das ist auch blau, also wenn es Heisenberg-Stil ist, genau. Das wollte ich sagen. Stilisch. John Carpenter mit Halloween erfolgreich, ja. Hat dann natürlich Sean Cunningham, dazu inspiriert natürlich, Freitag der 13. zu machen. Hieß am Anfang tatsächlich Lange Nacht am Blutcamp oder The Long Night at Blutcamp, Camp Blut war so der Blatt, Camp Blatt. So, warte mal, du liest jetzt nicht mehr ab. Nee, ich lies nicht mehr ab. Du guckst mich an. Ich will jetzt nur kurz. Schau mich an. Kurze Infos raushauen. Wurde ja. Mit einer halben Million Dollar gemacht. Also, ja. Das ist relativ viel. Das war witzig. Vorhin hatten wir es nämlich offline noch vom Budget des Films. Ja. Da hat der Hut einfach die Tausender hinten dran weggelassen. Ja, 550. Und wir haben uns schlecht gefühlt. Ja, weil der Konrad ja angepeilt ist für das Budget pro Episode. Ja, was ist. Ja, so ungefähr. Und dann kam noch die 1000 hin dran. Dann war es doch eine halbe Million für Camp Blood, was auch immer. Das, ja. Sehr schön. Das war dann, ja, mehr hätte ich nicht gedacht. Ist schon, hat aber auch. Ist schon ein Promo. Also ich finde, das war ein großes Budget für so einen Film. Für früher? Jetzt mal ohne Scheiß. 78. Ja. 78. Aber es hat sich gelohnt. Und was hat es nochmal eingespielt beim Eröffnungs-, was auch immer? US, ja, in was es jetzt natürlich insgesamt eingespielt hat mit den Verkäufen, das weiß ich nicht. Aber beim, Kinoauswertung hat das Ding 40 Millionen eingespielt. Das ist ja verrückt. Wurde aber gut, Tom Savini war dabei als Special Effect Mann. Der hat gerade bei Dawn of the Dead die Spiele. Und das sieht man beim ersten Teil, fantastische da wollte ich das, Bluteffekte. Ja, nicht nur das, eben das. Das hat ja auch die ganzen Todesszenen ganz anders gemacht. Richtig. Das gab's nicht mal. Nee, ich will mir jetzt wirklich nicht auf. Nee, bei Halloween. Auf Karten, da stürzen doch. Darf ich dann doch? Gab's die Szenen so in der Art? Nee, von gar dieser nicht. Grausamkeit. Nee, ja? Gar nicht. Nee, also, eben. Bei Tom Savini hat man wirklich gemerkt, bei jedem Teil, bei dem er mitgemacht hat, es hat so eine gewisse Extrawürze an Grausamkeit, ja. Das einem wirklich wehgetan hat. Ja. Und ich glaube, das muss man in so einem Film auch irgendwie. Das passt halt einfach zu Freitag. Ja. Also könnte ich mir jetzt, wenn das Ding, wenn die Kills abgeblendet werden, wäre das wäre nicht so, ich weiß nicht, dann wäre es. Das ist ein bisschen Columbo, oder? Columbo-Style. Ja, schön. In Columbo sieht man nie so brutale Skills. Es gibt ja ein Columbo-Remake, das mache ich demnächst. Ah, apropos Remake, jetzt sag ich mal ein Remake. Nee. Spuck mal nicht in den Mund. Die nackte Kanone macht ja Seth MacFarlane. Ach du Scheiße. Mit Liam Neeson. Erzähl mal nix. Liam, wie heißt er? Liam Neeson, genau. Ja. Liam Neeson, also der Holzarbeiter oder Holzwerker, man kennt das, wenn man Liam niest. Ja, ist tödlich meistens. Das wissen alle, Killer Neeson ist das. Stimmt. Ja, aber auf was wollten wir jetzt raus? Auf ich wollte nur sagen, Remake. Nee, aber auf jeden Fall Freitag der 13. hat ja. Für mich, also wir haben die Dinger ja wir haben die ja früher immer so als kleine Jungs, haben wir mal den ersten so Schnippel gesehen, also nie, weil die Dinger waren ja überall indiziert und geschnitten und was weiß ich. Ja, und gibt's? Selbst dann sind wir aus der Videothek rausgegangen und dann kommen da die grünen Männchen an und sagen, junger Mann, kommen Sie mal her. Ja. Wurde sofort verhaftet. Nein, Scherz. Nee, aber jetzt sind die ja alle, also wir haben jetzt über iTunes zum Beispiel oder Amazon ist ja scheißegal, gibt's die alle, die sind alle sozusagen ungeschnitten, bis auf es gibt so Unrated-Fassungen von manchen Teilen, dann sind mal ein paar längere Shots auf dem Kill längere drauf. Shots ist auch wieder was anderes, ja. Ja, obwohl, da bei einem Teil da hat es dann doch leider also eingeschnippelt, Kills. Welcher war denn das nochmal? Ja, der heißt auch noch Jason im Blutrausch, das war glaube ich der sechste Teil. Oh, da wird am meisten geschnippelt. Ja, und da war das auch ist sarkastisch. Ich glaube, das ist
warte mal, nicht, dass ich jetzt... Ja, der Hund knipst ein bisschen rum. Ja, ich muss kurz gucken, weil die ganzen Teile kann ich mir nicht... Noch ein bisschen was von... bei wie vielen Filmen hat eigentlich Tom Savini mitgewirkt? Also, soweit ich weiß, war es im ersten Teil und im vierten, das letzte Kapitel. Aber da war ja auch das letzte, wenn wir jetzt gerade mal zum vierten Teil springen kurz, die Kills, da waren ja fantastische Kills drin, unter anderem halt auch... Also, das Ding ist hier totale Spoiler-Alarm. Total. Ja, gut, dass ich habe ganz vergessen, Spoiler-Alarm. Ja, warte mal, das schreiben wir dazu. Jetzt ist schon 10 Minuten durch. Ja, das ist ganz, wir reden von einer ganz frischen Filmreihe. Das hat man bestimmt noch nicht gesehen. Nee, aber das ist wirklich Spoiler-Alarm hoch 10, weil... Ja gut, dann packe ich jetzt über Boba Fett aus. Ja, dann ist es wirklich Spoiler-Alarm. Nein, ich habe es auch noch nicht gesehen, keine Sorge. Müssen wir noch angucken. Nee. Aber beim vierten Teil, das letzte Kapitel... war Tom Savini und dann ist Corey Feldman dabei und der hat ihm ja ordentlich die Machete ins Hirn. Ja, ja. Und das sieht halt fantastisch aus. Das auch, da muss ich zugeben, also wir haben uns die ja reingebrüht hintereinander, wirklich jede Woche. Ja. Der erste und tatsächlich jetzt, wo du sagst mit Corey Feldman, der vierte ist mir extrem hängen geblieben. Ja. Und komischerweise einer der letzten zusammen mit diesem Weltraum-Jason. Ja. Jason in Spacke, in Space. Ja, Jason X. Scheiße, da kann man so viel drüber erzählen. Aber mir erzähl jetzt mal. Nee, erzähl du was drüber, weil ich hab's weggedruckt. Ich hab's vergessen. Ich hab auch bei meinem ersten Teil, hast du mir sogar, wo mir dann angeguckt haben, gesagt, das wirkt ja wie Psycho. Hitchcock. Scheiße, siehst du, hätten wir das Podcast einfach direkt danach gemacht. Ja, hätten wir machen sollen. Aber ja, auch von der Musik. War, absolut. Genau, kam auch extreme immer. Extreme Anspielung. Es war auch die geilste Ego-Sicht. 78 gab's die erste Killer-Ego-Sicht. War das aber schon im ersten? Ja, klar. Echt? Ja, ja. Also generell muss man echt sagen, von der Musik her und von der Machart, vom Stil her, war es schon ziemlich Hitchcock. Psycho, extrem Psycho, ja. Natürlich auch mit dem Ende. Praktisches, umgedrehtes Ende. Stimmt. Hier, Psycho und Mutter und Psycho. Also stimmt. Tut sich sehr gut ergänzen bis zum Ende. Und auch fantastischer Twist. Ja, wie konnten die Kritiker damals überhaupt, ja klar, sie hat noch Halloween im Kopf, drüber herfallen. Ich verstehe es nicht. Es war, ja, also der erste Teil wurde wirklich ziemlich zerrissen von großen, weil anscheinend, ja, so blutrünstig war. Da Ebert auch dabei, der Roger Ebert wahrscheinlich. Hat dann auch zerrissen. Roger Ebert war ja ziemlich bekannt. Also, sagt mir irgendwas, ja. Ja, also der ist bestimmt auch hergefallen. Bestimmt. Das lese ich nochmal nach, brauchst du jetzt nicht gucken. Ach so, ja, aber weil... Ich finde das, ich finde das böse, dass man... Nur weil ein Film in die Richtung geht, in das Genre geht, zur selben Zeit muss er nicht schlechter sein. Es gibt ja auch Dante's Peak und Volcano. Wie war der Witz? Ja. Es gibt immer zwei gute von derselben Sorte. Stimmt, es gibt immer. Armageddon gab es dann noch. Armageddon ist Sonst hätte es ja nie mehr Slasher geben dürfen. Um Himmels Willen. Ja, eben. Also gut, das wenn jetzt noch Freddy rausgekommen wäre zur gleichen Zeit. Ja, stimmt, dann kam Freddy. Dann. Es kommt wirklich drauf an, der Hood liest nämlich gerade, wer als erster malt. Ah, Roger Ebert hat gesagt? Fang ich nicht an, ja, habe ich gerade gesagt. Verriss den Film in seiner Spezialfolge. War mir klar. Der hat mit dem Gene Siskel, einen der was verabscheuenswürdigsten Kreaturen, die je das Filmgeschäft heimgesucht haben, zum Cunningham. Oh, also ganz ehrlich. Das ist heftig. Das ist ja geisteskrank. Das ist schon heftig, also, ja. Ja gut, es war halt 78. Stopp. Das ist trotzdem, wie soll man sagen, das hört sich jetzt echt komisch an. Uns fehlt das ja noch. Wir müssten eigentlich als Hookbros auch entweder richtig zerrissen werden oder gefeiert werden. Also das könnt ihr euch wirklich selbst überlassen. Zerreißt uns sehr gerne. Aber wir stehen ja eher so in diesem Mittelfeld, wo gar keine Spannung stattfindet. Weißt du, wie ich meine? Leute, die vielleicht was gegen unseren Scheiß haben, der teilweise auch Scheiß ist, sagen nichts drüber und es gibt keine Reaktion drauf. Ich finde das trotzdem, also wenn Roger Ebert sowas rausbringt, kriegt der Film viel mehr Zuschauer, als wenn er ihn besser bewertet hätte. Eigentlich schon, ja. Wenn Roger Rabbit, über sowas rüberfällt, dann hast du nur gewonnen. Egal, wie es ausgeht. Ja, das stimmt auch wieder. Das ist wie eine Wetterprognose. Hauptsache, du weißt das Wetter. Aber auf jeden Fall, wo der erste ziemlich zerrissen hat, trotzdem großen Erfolg gehabt und dann kam ja 7 Teile plus Remake, also 11 Teile insgesamt sind plus, wir haben Freddy vs. Jason noch vergessen, ist eigentlich 12. Reden wir jetzt von Jason? Ah ja, stimmt. das war ein Lachen. Was war jetzt hier, oder von was reden wir? Warum von 7 Teilen? Wir reden von einem Teil plus 7 und 8, okay. Ja gut. Nee, ein Teil plus Mathe kann 10. Ich.
Alles klar. Zehnte und dann kommt, ja, schön, dass du das noch ansprichst. Freddy vs. Jason ist natürlich. Okay, oh, das ist ja natürlich die Meisterklasse. Das ist die Bombe, ja, vor allem das so zusammenzuführen, ist schon gänzlich ein Meisterstück geworden. Wirklich fantastisch. Einer der besten Filme, die überhaupt rausgekommen sind. Es ist ein Benchmark, finde ich. Benchmark. Ist wirklich, es hat die Freddy Traum Horror Sachen drin. Es hat aber auch diesen Slasher Effekt vom Jason. Richtig gut. In einer abgefuckten. Es ist so ein geiler Scheißfilm. Auch die Figuren waren richtig gut ausgearbeitet. Ja, richtig, ja. Also der blöde, sage ich mal so, Football Profi und der Kiffer. Dann das zarte Maiden, würde ich sagen. Hat auch gut gepunktet. Der Kiffer war dabei, genau. Kiffer war später noch. Auch. Spoiler. So, diese Raupe war aber auch gruselig, ja. Also diese Traumversion waren schon fantastisch da eingeführt. Und auch wie Jason, wie Freddy sich als Mutter ausgibt am Anfang. Ist wirklich ein Spoiler, aber ist schon fantastisch. Um ihn halt aufzuwecken, klar. Richtig. Das war schon ein Teil, mein Gott. Also, aber zu der Originalreihe genau. zurück. Gehen wir mal zu Jason zurück, genau. Der vierte Teil natürlich mit Tom Savini-Effekten, fantastisch. Ja, man kann jetzt sagen, okay, es ist jedes Mal im Blutcat oder in Crystal Lake, aber macht's da was? Weiß ich nicht. Mir macht das geil. Ich habe mich gefreut, jedes Mal, dass es zurückkehrt. Ja, es ist ein liebevoller Rückkehrort, finde ich. Spawnort, Spawnort. Und ja, das hatte uns ja auch mal jemand vorgeworfen, dass alles hier nur in diesem Haus. Ja, stimmt. Na gut, wenn wir dann irgendwann wirklich Erfolg hätten, dann würden wir auch mal den Ort wechseln. Aber ich finde, das hat sowas Nettes, weil die Leute erwarten das ja auch. Ja, dass es irgendwie, muss ja nicht immer an derselben Stelle spielen, aber dass es so einen bestimmten Platz im Herz wiederfindet des Fans. Und es war immer gegeben. Absolut. Immer. Es war wirklich immer gegeben. Es hat mich auch wirklich beim Schauen nie gestört. Nee, ich gar nicht. Ich habe immer erwartet, dass ich die eine oder andere Ecke, das Klo vor allem, hast du, glaube ich, bis zum letzten Teil nochmal irgendwann kurz aus dem Weltraum. Haben das nicht nachgebaut. Stimmt. Das war richtig schön. Ja. Und Extremschauspieler teilweise. Auch, weißt du noch, am Anfang? Im ersten, oder? Ja, da hast du auch gemerkt, vor allem, ich glaube, so ziemlich in den ersten, haben die Schauspieler, waren die noch ein bisschen nicht aggressiver, aber die waren drin. Ja, ich weiß das ja. Dann hast du gemerkt, ging so in die 90er, da ist dieses klassische 90er-Feeling aufgekommen, auch richtig schön gemacht. Also, der Film ging gut mit der Zeit. Und er ist nie schlecht gereift. Nee, gealtert, gereift. Würde ich auch schlecht. So, also würde ich, also man kann die, man kann ja nicht mittendrin anfangen, dann ist das Feeling kaputt. Man muss wirklich von Anfang an. Man könnte es auch trotzdem machen. Aber man mit welchem? Trotzdem machen. Nö, dann mit dem vierten kannst du nicht anfangen, das stimmt. Nee, mein absoluter Favorit ist ja fast schon Jason lebt. Das ist der sechste Teil. War das? Jason lebt ist absolute Spoiler. Der Anfang. Am Anfang graben die dann ja aus mit der Metallstange und der Blitzschläger. Fantastisch. Wacht auf und dann. War ja auch eine klassische Anspielung. Stromblitz, klar. Versteht sich. Ja. Der Frankenstein-Effekt. Stimmt. Der klassische Frankenstein wurde dann auch wieder. Es wurde zum Glück nie rausposaunt. Ob das ein Zombie oder was es ist oder ein Untoter. Ja. Also es war eine nette Anspielung und es hat natürlich auch gepasst. Hier Stromschlag erlebt wieder. Zack. Ja. Auch dieses Ganze, was halt das Ganze wirklich extrem spannend gemacht hat, nichts über Carpenter. Da war es ein bisschen ruhiger auch von der Musik und so weiter. Ja. Aber dieses etwas, wie soll ich sagen, dieses auftreibende Feeling der Musik von Hitchcock. Ja. Da hat sie einfach so ein bisschen mehr dieses Psycho-Feeling. Ja, teilweise. Stimmt. Zumindest wenn es zur Sache ging. Es sei denn, es gab andere Szenen, in denen Crispin Glover getanzt hat. Die Tanzszene war auch. Das war aber auch fantastisch. Das sind goldene Szenen dabei, wirklich. Ich weiß gar nicht, war das im dritten, glaube ich? Ich glaube, es war der dritte. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber was soll man sagen? Ich kann da gar nichts Schlechtes finden. Nee, also, ich suche jetzt die ganze Zeit auch irgendwas Schlechtes. Es ist wirklich Slasher. Ich finde es nicht. Ein Slasher-Porno, kann man sagen. Slash-Porn? Nö. Wenn man die von vorne durchguckt, du weißt, auf was du dich einlässt, weil du weißt, es wird entweder geschnetzelt, es werden Köpfe umgedreht, aber Köpfe abgerissen, verdrückt oder was auch immer. Es werden auch mal Bullen zerklappt. Ja, und dann wird komischerweise nie. Also, ja, wenn man extra kritisch ist, kann man sagen, man wird nie richtig enttäuscht. Ich habe eigentlich sagen müssen, ich war gar nicht enttäuscht von keinem einzigen Teil. Nee. Anders, ich weiß nicht, müssen wir ja nochmal ran. Wir reden ja auch jetzt von Slasher und Kollegen, also von Stimmt. Jason Ach und Kollegen. Gott, ja.
bei Halloween hat es uns irgendwann abgeblockt. Von welchem war das? Twitch? Das war noch gut? Nein. War noch gut? War das schlecht? Der erste ist ja klar. Ja, hat es sich übernommen? Weil guck mal, Jason ist ja immer schön Platzhirsch geblieben. Also tatsächlich Camp Crystal, Entschuldigung. Und bei Halloween ging es ein bisschen drüber hinaus, oder? Hat er sich da zu viel gewagt? Ich weiß es nicht. Also muss man aufpassen. Ja, muss man wirklich aufpassen. Ja, bei Fans oder die es nicht mehr sehen. Nee, bei Halloween 2. Aber Halloween müssen wir noch, das ist die nächste Reihe, wo wir durchgehen. Ja, aber Halloween 2 war ja lange bei, oder ist sogar immer noch bei uns geschnitten. Ich bin mir gar nicht, also initiiert immer. Echt? Okay. Oder initiiert vielleicht nicht, aber geschnitten auf jeden Fall. Also interessant, ja. Und der dritte Teil, das ist ein Aberglaube, der dritte Teil ist eine komplette, The Season of the Witch heißt das Ding, eine komplette Auskopplung. Das hat rein gar nichts tatsächlich mit Michael Myers zu tun. Das ist ein komplett Standalone-Streifen. Ah, tatsächlich. Also da könnt's noch, da muss man natürlich aufpassen, das kann nach hinten losgehen. Ja, ist auch nach hinten losgegangen. Schade. Aber man muss das ausgrenzen. Obwohl, es geht, da fängt es nämlich an und hört schon wieder auf von manchen. Bei uns zum Glück ja nicht, anscheinend. Nee. Wo man auch mitbekommt, hier in diesem einen Teil, dass der Jason gar nicht der Jason ist. Also ich will jetzt nicht spoilern, sondern jemand anders war. Ich tue es jetzt nur seicht ansprechen. Am Ende von einem einen Film. Als er in den Spiegel guckt. Achso, das war das Irrenhaus. Das Irrenhaus, genau. Ja gut, ich will es nicht anreden, aber jetzt hat das Kaffee halt gut. Ach so, ja stimmt. Ja, das hat aber auch nicht gestört. Nee, gar nicht. Ja, nee, gar nicht. Also wenn man sich da aus der Serie so ein bisschen Der Bubble, nennt man jetzt ja heutzutage Bubble, rausklemmt. Ja, kann es funktionieren? Ja, muss ja nichts. Ja, für Fans. Es kann als Film einwandfrei funktionieren, aber es gibt halt so den einen oder anderen Fanin, Farinho, was dagegen hat, ganz einfach. Ja. Man kann es ja nur falsch machen. Im Grunde kann man es nur falsch machen. Entweder bleibst du so gerade auf der Strecke wie bei Jason, machst dann trotzdem alles falsch, oder tust dich auskoppeln wie bei Halloween, machst es auch falsch. Ja, wo ist da die goldene Mitte? Ja, das ist schwer zu sagen. Man kann es nur als geilen Hybrid machen wie Freddy versus Jason. Dann funktioniert es immer. Ja, weil die beiden, das war echt ein geiler Mix. War richtig geil. Ja, und es gibt ja auch das, es gibt, glaube ich, als Comic, ich bin nicht, dass ich erfahre. Ah, jetzt, ja. Freddy versus Jason versus Ash. Weil das war mal auch vor Jahren schon mal auf dem Tisch, dass sie das machen wollen. Das wäre fantastisch. Und das wäre halt einfach scheiß fantastisch geworden. Ja. Ich meine, Bruce Campbell gegen Freddy und Jason. Ja. Fuck. Ich meine, gerade heute, wo die ganze diese Marvel-Geschichten Multiversen. Kommen, diese Multiversen zusammentreffen, wo man einfach viel zu viele Superhelden auf einem Fleck sieht, dann muss es doch wohl möglich mit sein, drei Typen in den Film zu bringen. Ich verstehe es auch bitte. Nicht. Ja, ich muss man nicht immer diesen grünen Arsch angucken oder die Scarlett Johansson, die mich mit ihren Sprüchen nervt. Teilweise, nicht immer. Aber das muss ja möglich sein. Ja, der Hut guckt. Ja, Halloween, was ist eigentlich mit Freddy? Wir haben jetzt schon bei Freddy ist ja natürlich. Haben jetzt uns noch nicht aktualisiert. Ja, müssen wir jetzt, haben wir früher natürlich gesehen, aber halt. Können wir kurz anreißen, weil wegen Wes Craven und Sean Cunningham. Stimmt. Wolltest du noch was sagen? Ja, genau. Wes Craven hat ja tatsächlich beim Endschnitt vom ersten Freitag dem Cunningham zur Seite gestanden. Also die haben das Ding optimiert, er hat mitoptimiert und er ist ja ein Meister aller Klassen. Und es hat gewirkt. Ja. Und dann kam natürlich, Nightmare on Elm Street, der erste Teil. An den erinnere ich mich ja natürlich. Johnny Depp. Immer an die ersten, komischerweise. Johnny Depp wird geschlitzt, gell? Ja. Aufgeflitzt, weiß ich. Ich weiß nur, dass er irgendwann an der Decke hängt, aber komischerweise auch seine Gedärme. Ja. Das war eine schöne Blutszene, ja. Ah, das war fantastisch. Richtig schön hoch. Da hat man, guck mal, das ist auch wieder so ein Effekt. Man kann Filme drehen, abdrehen, macht ja Netflix zurzeit, oder auch absetzen. Man kann auch die Kamera auf den Stock stellen und einfach laufen lassen. Oder man tut die Spezialeffekttypen mit einbeziehen oder Typinnen. Terminator 2 macht es als krasses Beispiel, wo man Effekte und Kameraaufnahmen zusammen einfach mit dem Regisseur absteckt und dann weiß, jetzt machen wir was Einzigartiges draus. Hier, klar, immer noch diese Gefängnisszene, komischerweise auch noch. Richtig geil, stimmt. So. Jetzt stell dir mal vor, die hätten diese Blut-Bett-Szene einfach normal aufgenommen, nicht umgedreht, verkehrt, auch in einem anderen Stil. Dann wäre die gar nicht so angekommen. Richtig. Vielleicht wäre der ganze Film auch ein bisschen anders durchgeknallt worden. Dasselbe ist mit Tom Savini, mit diesen grausamen Abstech-Szenen oder Zusammenklapp-Szenen, was auch immer. Ich glaube, man muss
den Film immer als Gesamtes sehen. Und ja. dann darfst du nicht einfach mit so Standardaufnahmen kommen. Nee, das hat stimmt. die Filme besonders ausgemacht, finde ich. Stimmt, ja, ja. Diese Extras. Ja. Ja, weil sie mussten sich auch was überlegen, wegen genau. budgettechnisch. Ja, und ja, ja. Man kann nicht sagen, hey, jetzt klatsche ich hier Computereffekte drauf in ja. Ende der Geschichte. Ja, das kann James Cameron am besten, ja. Früher war ist halt heute ein bisschen mehr gefordert, ja. Die Kreativität ist leider in der heutigen Film, also ja doch, ein bisschen flöten gegangen. Durch CGI meinst du jetzt? Ja, weil man denkt, ha, komm, da, wenn ich da jetzt hinfilme, keine Ahnung, da will ich jetzt in ein Raumschiff kommen, ja. dann ist das einfach im Bild drin. Und ja. ich muss mir nicht in eine Kamerafahrt überlegen oder wie ich das cool in Szene setzen könnte ja. eigentlich. Weil ja. Oder? Ich ja, bin, aber oder muss, bin ich falsch? Nee, das stimmt, das stimmt. Das stimmt ja eigentlich. Weil man muss einfach mit den Leuten zusammenarbeiten, die die Szene auch ausschmecken. In dem Fall mit Blut. Richtig. Ja. Das, hätte, gar nicht, das ja. hätte ganz anders laufen können, glaube ich. Das hätte auch nicht so einzigartig. Also die Szene, die denkst du an Freddy 1, kommt, die Szene geht nie mehr aus dem nee, Kopf. Die ist immer die drin. Ist einfach noch. Und aber was ich bei Freddy ziemlich gruselig fand, wo in dieser Gasse laufen, diesen langen Ärmel. auch eine geile. Fantastisch, ey. Auch schlimm die Szene, wo ist da sein Bauch aufgegangen oder was wo auch sein immer. Kopf rauskommt. Ja, der Kopf rauskommt oder irgendwas frisst. Frisst. Was, eine Raupe oder irgendwas? Ja. So ein Freddy-Kopf ja, knabbert ja. da irgendjemand. Ja, das stimmt. Das sind, ja, das müssen wir das mal angucken. Aufwendig. Ja, das ist. Ja. Ah, sogar ein Renny Harlin war dabei. Renny Harlin, Dream Warrior. Die geilste, der geilste Anfang von einem Freddy-Film. Tut mir leid, ja, muss ich sagen, war ich glaube Dream Warrior. Das mit dem Strand am Anfang. Mit der geilen Musik. Am Anfang knallen sie sich böse durch. Hä, nee, das doch, doch richtig gut. Richtig, einer der besten Anfänge. Scheiße, weiß ich nicht. Normalerweise hasse ich, komischerweise hasse ich Filme, die gleich mit Rumbumserei anfangen. Hat das so angefangen? Ja, ich habe gedacht... Nee, aber die Musik war geil dazu. Die Aufnahmen waren perfekt. Das war, also zusammen, muss ich sagen, es war ein geiler Renny Harlin-Film. Es gibt nur gute Renny Harlin-Filme. Auch wenn man immer wieder Die Hard 2 nicht in den Mund nehmen ja, möchte. Ja, vergeben. Warum? Weiß ich nicht. Weil man, ja, weil der erste Teil halt doch, der war so die, der Maßstab. Unsterblich. Obwohl ja. der zweite, wenn ich genau drüber nachdenke, ist der fantastisch. Ja, natürlich ist der fantastisch. Ist der schon sogar besser da als... Da war das Spiel sogar Fantastico auf dem Amiga. Weißt du das noch? Der zweite? Ja, auch im Flughafen gab es da die Szene. Ach, scheiße, dieses Shoot'em'up. Eins der besten Spiele. Immer war noch. Das Shoot'em'up-Ding. Ja, das war das Shoot'em'up-Ding. Ah, ja, ja, richtig stimmt. Geil nachgebaut. Stimmt. So, jetzt sehen wir mal wieder. Jetzt kommen wir von Renny Harlin zurück nach... Slasher-Teil. Gehen wir mal zu dem Jason im Weltall. Richtig. Ding. Da hatten wir auch ein bisschen Angst davor. Wir kennen wahrscheinlich zu viele Leprechaun- oder Critters-Filme. Leprechaun in Space, ja, das ist noch eine andere Nummer. Gehen können, aber nicht müssen. Doch. Leprechaun war ja schon trashig, zum Glück. Ja. Da war der Todesstoß noch angenehm im Weltraum, fand richtig. Ich. Aber den müssen wir nochmal, der muss nachgeholt werden, das ist ganz klar. Weil Leprechaun ist, das ist eine Sache für sich. Ja. Also der hat... Der wollte auch ein bisschen schlecht sein. Ja, glaube ich schon, ja. Ich glaube auch nicht, dass er mit einem... Also es war ja schon damals viel, also mit einem halben Million Budget da schon auftreten konnte. Ich glaube, Leprechaun ist am Schluss so ein bisschen... Ja, der ist ja mach schnell noch was draus. Mach schnell. Die Marke ist noch heiß. Ja, nehmt euch andere Planeten vor und lasst es krachen. Man könnte echt... Nee. Das reicht mit der Erde. Aber wenn man zu Slasher... Ja, in Weltraum wollten wir noch drauf eingehen. Ach so. Er hat eine geile Kill-Szene, wo er die Alte in den Kopf einfriert und dann auf den Tisch genau. trimmert. Und war auch, wurde auch gezeigt, weil es halt ein anderer Aggregatzustand war. Ansonsten, wenn der Kopf natürlich jetzt gematscht wäre das natürlich ganz anders stimmt, gekommen. Ja. Das ist, war das nicht bei Raid? Nee, bei welchem Film waren das auch so schön? Das war doch Demolition Man. Ja! Ja, stell dir mal vor, er hat ihm den Kopf so runtergetreten. Hat er nicht den Kopf runtergetreten? Hat er nicht so eine Eisbirne stimmt, am Schluss gehabt? Ich glaube, wissen wir das schon gar nicht. Eine Eisbirne. War das eine Eisbirne? Ja, guck mal, so vergessen wir alles. Das Problem ist, Demolition Man habe ich 200 Mal angeguckt. Jetzt weiß ich es gerade ehrlich gesagt. Aber nicht mehr. Doch, Donnerstag. Also vom Donnerstag. Soweit ich weiß, hat er mit irgendwas die Birne. Nee, ich glaube, der ist an so einem Kran gehangen und Stallone hat ihm die Birne weggetreten. Ja, ich. Aber es war eine Glasbirne. Also es war. Ja, eine Nassbirne. Die war es eben nicht. Nee. Weil sonst hätten den Film ja, der käme nie so stimmt. raus. Das wäre ausgegangen wie bei Desperado am Schluss. Oh nein, ja. Gekürzt. Ja, aber doch, Filme im Weltall funktionieren, oder? Bei Alien hat es ja auch geklappt. Ja gut, da hat es... Nein, aber Slasher im Weltraum, dagegen hat man trotzdem automatisch was. Stopp, lass mich aus. Ja, stimmt. Aber Slasher, was heißt Horror? Oder ist das ein Slasher? Das weiß ich noch nicht genau. Doch, solange geschlitzt wird. Sunshine.
Oh, das ist doch... So, ist das ein... Nee, ist kein Slasher, das ist schon so ein Mordskumpelfilm. Ein Mordsfilm im Weltraum. Ja, aber geht auch so ein bisschen in die Richtung. Ich meine, sobald jemand rumrennt und die anderen so ein bisschen dezimiert, kann man das so nennen. Krank. Ja, das war also, Sunshine ist mit Abstand einer der besten... ja, jetzt hört sich komisch an. Gruselhorror im Weltraumfilm nach... Ich würde Event Horizon trotzdem in den Mund nehmen. Ja, Event Horizon. Ja, ich bitte dich drum. Ja, das ist der Standard, das meine ich ja. Ja, ist ja Standard, ja. Also das ist auch im Grunde kein Slasher, aber es ist ein schöner Gruselhorror. Splatter, ja. Da ist aber, wo da fehlen auch noch Szenen. Also, ich glaube, Scream Factory, wenn ich nicht mich irre, sind die noch dran, die versuchen, diese Dingsszenen rauszugraben. Aus der Salzgrube rauszuziehen. Ja, weil da gab es ja anscheinend ich nehme es mal in den Mund. Ein im Blut getränktes Rumgebums. Ja, sagen wir. Körperteile und was weiß ich. Das war nicht mal Paul Verhoeven. Nein, es war nicht mal Paul Verhoeven. Das war Paul Wes Anderson, oder? Ne? Paul Wes Anderson? Ja, ich hoffe, guck mal, so sind wir zu euch. Ja, Paul Wes Anderson. Ich weiß nicht immer Paul Anderson mit. Paul Anderson ist ja, der macht ja ein bisschen andere Filme. Aber Paul Wes Anderson ist ja. Ja, aber der hat Dead Race gemacht. Dead Race. Die ja, natürlich. Schöne Filme. Resident Evil. Ja, Resident Evil. Ja, haben sie jetzt habt ihr die Quittung bekommen mit dem neuen Resident Evil? Der war anscheinend nicht so gut. Keine Ahnung, ich habe nicht gesehen. Kann ich mir auch nicht gut vorstellen mehr. Also, obwohl, irgendwann reicht's. Ja, komm, wenn man schon wirklich eine Spieleverfilmung bekommt, in dem, also ich rede zum ersten vor allem und vom zweiten vielleicht auch, in der Qualität, dann soll man einfach nicht mehr meckern. Dann muss man sowas auch nicht remaken, wie 500.000 Spider-Man-Teile, die sowieso schon perfekt waren von Sam Raimi. Stimmt. Ich hätte das vertraglich geregelt, dass kein Drecksack mehr an den Film ran war. An dieses Heldentum, an den Superhelden. Das richtig, ist schon widerlich. Ja. Gut, ihr Mann. Aber ich wollte noch ein. Seid hoffentlich anderer Meinung. Eine jetzt zum Abschluss. Wo ist Abschluss schon noch? Ein Slasher-König, der es wieder geschafft hat in der Neuzeit, also. Hatchet, nee. Nee, in den 90ern wieder das Genre und jetzt auch eine Fortsetzung kommt: Scream. Wes Craven. Scream. Der ist so fantastisch einfach. Der ist wirklich. Und da kommt super, auch, was super. Auch witzig ist, Spoiler-Alarm. Im Weltraum. Nein. Achso. Bei Scream 1, Drew Barrymore am Telefon. Nein. Der willst du ein Quiz spielen, Blau? Ja. Dann sagt er nämlich dir, wie heißt der Mörder aus Freitag der 13., aus dem ersten Teil. Ja. Dann sagt sie Jason, dann hat der Typ gesagt, das stimmt nicht. Es war ja die Mutter. Richtig. Es war ja die Mutter. Und das war geil, das war falsch. Das war schön. Das war so eine Hommage noch an die ganze Nummer. Wes Craven hat sich sowieso immer wieder selbst weiterentwickelt. Ja, also tatsächlich, was auch aus dem klassischen Slasher rausgeholt hat, war mit Scream. Das war schon vergleichsweise eine Intelligenzbombe an Slashertum. Mit dem abgefuckten Ende hätte auch keiner gerechnet. Richtig, nee. Zweite Teil genauso geil. Eigentlich auch der dritte. Ja, der war eigentlich auch geil. Wie war eigentlich die scheiß Serie? Das weiß ich nicht. Da habe ich mir nie reingezogen. Ich auch nicht. Aber ich glaube, die ist auch nicht so schlecht. Die ist auch gar nicht mal so gut. Schlecht sein. Und der neue soll laut US-Kritiken auch nicht schlecht sein. Also. Also es geht schon, es sind dann wieder die alten Schauspieler dabei, also. Ja. Alt und fett wahrscheinlich. ich wollte schon Patricia, David Arquette, der muss allerdings ein bisschen, ist er in die Breite gegangen? Hat einen Bart, aber ich glaube nicht in die Breite gewachsen. Ein graulicher Bart. Ich finde es immer wieder geil, wenn auch ältere Darsteller dann in neuen Remakes, oder in dem Fall kein Remake, in neuen Teilen, einfach ein bisschen mehr Volumen gewonnen haben. Um zu kompensieren, lass mich ausreden, dass man die Falten im Gesicht nicht so sieht. Ach so, ja gut, das stimmt auch wieder. Ja, dann, ist das dumm. Die sehen dann so aus wie bei Brick Trouble in Little China, wo der eine Kopf verschleißt. Ja, aber das erste Stadium dann eher. Ja. Nicht so direkt, wenn der Dampf rauskommt aus der Birne. Ja, mein Gott, da können wir noch ewig Abschlusswort zu Freitag der 13. Ich kann nur euch empfehlen, einfach alle Teile anzugucken von vorne. Auch das Remake, oder? Ah, das Nispel-Remake. Nispelchen. Er hat das klassische Freitag der 13. gemacht. Ich meine, ich muss da gerade nochmal nachdenken drüber. Freitag der 13. Und Leatherface, gut, sind ja unterschiedliche Geschichten. Hat er aber auch gemacht. Hat er auch einen davon gemacht? Ich glaube, er hat. Ja, Nispel hat einen gemacht, aber es gab den einen Teil, der wo richtig heftig war. Ja, weil ich glaub, die verschwimmen nämlich gerade in meinem etwas brausegedrängten Hirn gerade. Nee, ich glaube, er hat so manche Szene, glaube ich, vermischen gerade in meinem Kopf. Aber man kann ja sagen, es war gute. Ja, also wenn man es immer ganz tief ansetzt, sagt man auch bei unseren Produktionen, es war zumindest gute Handarbeit. das war es auf jeden Fall. Die Hände haben gut gearbeitet, Wasser Nispel, oder wie hieß der andere? Gab's da noch einen? Ja, Michael Bay hat das ja mitproduziert gerade tatsächlich. Aber war das dann doch so? Hui.
dann hat er auch, ich bin erleichtert, der hat doch aber... Ist egal, der Hut guckt wieder, im Podcast können wir das nicht reinbringen. Nee, ich wenn der Hut sich durch die Seiten klickt, das ist ja unangenehm. Ja, aber ansonsten, gut, das Remake oder die Fortsetzung, war das Jessica Biel? Ja, im Texas Chainsaw. Dann muss der Film... Ah doch, Nispel, ja, doch. Sehr schön. Aber der zweite Teil von mir war... Ist doch kackegal jetzt gerade. Er hat auch Conan gemacht. Das, ja. Den habe ich ganz müssen vergessen. Müssen wir eigentlich in dem Zug... Wenn wir schon bei Slashern, ist leider kein klassischer Slasher, aber The Hills Have Eyes. Holy shit. Noch mal nachziehen. Aber wie war der zweite? Wenn wir schon mal so ein bisschen in die Richtung noch abziehen dürfen. Der war gar nicht mal so gut. Der zweite war, der war schlecht. Richtig schlimm. Ja. Ich meine, der erste war Aya, Alexander. Alexander Aya, da hat du wirklich... Slasher? Maniac. Selbige. Maniac. Wenn man beim Slasher... Elijah Wood. Moderner Slasher. Und mit, ja. Krasses Ende. Und vor allem auch sehr schön. Auch die wieder. Ja, Ego, oh. Ah, gut. Die Ego-Sicht aus Freitag der 13. So, ja, reingefallen. Weil ich wäre ja sonst noch gern in Spinat auf die Franzosen gekommen, aber ich glaube, das machen wir in einem anderen. Franzosen haben ein großes Ausmaß an. An Gewalt. An High Tension. An High Tension, ja. Genau, da wird auch mal die Schranktür benutzt oder eine ganze Schrank, um den Kopf abzuzwicken. Da sind schöne Sachen dabei. Oh, High Tension, ja. Oh, ja. Das ist, die Franzosen nehmen wir das nächste Mal durch. Würde ich sagen, ja, französische Horror-Slasher, Actionfilm auch gern. Oh ja. Aber, oder ja. Komödien kann man auch. Komödien sind so fantastisch. Also, ja. Oder von. Es gibt wirklich fast kein Genre, das die Franzosen nicht können. Ja. Ich wüsste. So wie die Spanier, muss man echt zugeben. Stimmt, früher. Spanier, Franzosen, Italiener, alles in der Richtung. Ja. Ja, sehr früher, schön. Ja, die Italiener haben auch viele früher diese ganzen, Horror-Splatter von... Auch eingeleitet, Dario Argento und so weiter. Zum Beispiel, ja. Genau. Ja, aber da muss ich zugeben, die können wir uns gerne nochmal anschauen. Aber ich glaube, ich war so... Ja, jetzt könnt ihr mich endlich hassen. Ich war nicht immer so der Dario Argento-Fan. Nee, ich weiß nicht, was... Warum haben wir diesen einen Vampir-Film mit Alex angeguckt? Oh, shit. Diese eine Dracula 3D oder was das war. Das war, glaube ich, von ihm. Ja, der war auch nicht so prickelnd. Da haben es auch wieder die scheiß CGI-Effekte mit. Und da geht es ja auch gar nicht um Nationalität. Ich meine, John Carpenter hat auch seine seine speziellen Filme nach seinem großen Tun gemacht, so ab den 2000ern. Ich weiß gar nicht mehr. Ich meine, Ghost of Mars ist schon witzig auf seine Art und Weise, aber ist jetzt nicht sein brillantester Film. Nein, obwohl Ice Cube mitspielt, gell? Ja, ist natürlich ein Bonus, aber komm. Muss man sich nochmal reinziehen. Manche Sachen brauchen wahrscheinlich Zeit. Ja, das kann ist wahrscheinlich schon sein. Wie bei uns, so in 40, 80, 500 Jahren, schaut sich das irgendwelche Aliens an, Außerirdische, und tu da einen drauf abblubbern. Man weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, wo der Blubber dann rauskommt. Ja, das kann aber sein. Vielleicht gefällt es ihnen ja nicht. Genau. Ja, genau. Ist, ich glaube, wir haben es, oder? Zumindest für heute. Der Schluss ist wirklich, schaut euch die, das ist wirklich mein Anliegen. Zieht euch die rein. Ich kann euch empfehlen, also der erste ist natürlich Pflicht. Ja, geh sie mal noch kurz durch. Der erste ist Pflicht. Der vierte, das letzte Kapitel, ist auch Pflicht. Was wiederum dann der sechste Teil, Jason lebt, ein absoluter Pflichtfilm ist, weil der fantastisch geil ist. Ja, aber was ist so das Highlight beim sechsten? Ich weiß nämlich nicht mehr. Jason lebt. Wo er aufwacht und dann, da werden Köpfe abgeschraubt unter anderem. Wie bei Hatchet. Und ich glaube auch, ein Bulle zusammengeklappt. Oder ein Polizist, Entschuldigung. Wo geht's denn dann eigentlich nach New York? War das New York? Ja, das war der siebte. Oder der, ich glaube der achte, nee, der siebte. Ja, weil der war ja auch brutal geschnippelt. Jason... Oder war der so blutleer? Nee, der war jetzt ja nicht so... Obwohl, er hat einen Kopf abgerissen. Ja, dann stimmt. War aber bewusst ein bisschen leerer. Ja, ein bisschen witziger, kann man sagen. Witziger. Aber fand ich jetzt auch nicht schlecht. Hat mich aber... Da muss ich ja kurz was dazu jetzt sagen. Jetzt kommt die Scheiße. Ja, jetzt kommt's. Also, die Todesfalle in Manhattan, der ist wirklich witzig, auch cool. Hat mich aber, wenn man die ganzen Filme hintereinander guckt, aus diesem ganzen Jason-Ding rausgerissen. Also dann doch. Dann geht's mich doch, hat er rausgerissen. Dann geht's doch um die Örtlichkeit. Ja, weiß auch nicht warum. Ja, nur dass ihr es wisst. Wir drehen die nächsten 500 Jahre hier noch im Haus. Ja. Vom Greenscreen. Irgendwie aber Original-Schauplätzen auf der Erde. es hat mich wirklich da ein bisschen raus... Ich weiß auch nicht, mich rausgerissen. Nicht weniger. Echt? Nee, okay, eigentlich nicht. War mein Empfinden. Okay, Jason X dann... Jason Goes to Hell haben wir ganz vergessen. Das war der übelst blutig. Der war geschnitten noch. Um was ging's da? Das wusste ich jetzt echt nicht. Da, wo ist der eine Typ da der Jason war dann in. Ja, frisst doch das eine Herz am Anfang.
Und dann ist der dann der Killer. Wo die Körper wechseln kann. Ja. Oi, der ganz vergessen. Der war gar nicht schlecht. Der war ziemlich blutig. Ja, also ihr seht, die ganze Filmreihe ist echt angenehm anzusehen. Und, also finde ich auch. Man kann sich da, es gab jetzt keinen großen Ausreißer, außer dass natürlich im Weltall, der Weltall. Komplett anderes Setting, aber hat auch funktioniert, komischerweise. Ja. Ja. Weil der Grusel einfach da war, weil die Todesszenen schön rübergekommen sind. Es gab da schon was Abstraktes noch zwischendurch. Ja, und das Remake war eigentlich auch von guten Dolen. Es war ein Slasher-Film. Ich meine, ja, ich kann echt nicht sagen, was da jetzt... Wir waren selber überrascht, dass es bis zu, wie viele Teile? 18 Teile? 12 Teile so gut funktioniert hat mit uns, Jason, ne? Hat wirklich mich nicht hinter... Ich bin echt gespannt, wenn wir jetzt dann Zina und demnächst Frederick. Freddy, ja genau, und Halloween nochmal, ich glaube, ein paar Knaller drin sein, nicht so. Ja, aber wir bleiben nicht voreingenommen. Nee, auf jeden Fall nicht. Das haben wir nämlich auch so angezogen. Das haben wir angezogen, ja. Weil das war Pflichtprogramm. Da haben wir gewusst, donnerstags nach dem Let's Play Freitag der 13. Müssen wir es eigentlich wieder machen heute? Ja, müssen wir. Müssen wir mit was? Mit Halloween? Weil jetzt ist der Gordon Green-Teil gerade rausgekommen. Ja gut, dann fangen wir heute mit Halloween an. Also Halloween 1 muss man da beim Gordon Green Timeline, die David Gordon Green Timeline, ja. Da schaut man sich den Carpenter an, dann kommt Halloween Gordon Green und dann kommt Halloween Kills und dann Halloween Ends natürlich, das ist die Timeline. Dann würde ich mal vorschlagen, machen hier einen zweiten Teil draus, weil das ist zu kann viel. Sich einfach in 30 oder was, 40 Minuten abspackeln. Nee, richtig. Beim nächsten Podcast machen wir so, Teil 2, gehen wir noch ein bisschen auf Jason ein, gehen aber dann natürlich auf Halloween weiter, ja. Freddy und vielleicht beim dritten Teil nehmen wir uns auch mal die französischen. Ja, gern. Knackerle vor, würde ich sagen. Ah, französische, ja. Da können wir... Hilft alles nichts. High Tension muss ran. Hills Have Ice, kann man jetzt auch sagen, ist trotzdem für mich sowas wie eine französische Produktion. Ja. Maniac. Durch den Regisseur halt dann. Ja, durch den Regisseur, ja. Und ich glaube, da müssen wir drauf stehen bleiben. Das hilft ja alles nichts. Auf jeden Fall. Ja. Also dann würde ich sagen, zieht euch Freitag der 13. alle Teile rein. Die ganzen Teile, man kann da nichts falsch machen. Mit ein paar Bierchen läuft die Soße einfach... Ja. Gut eingesprudelt, ja. Gut eingesprudelt. Bloß nicht zu arg sprudeln, nee. Sonst habt ihr denselben Effekt wie bei mir. Ihr vergesst einfach viel zu viel aus den Filmen. Siehst du, das mit Alfred Hitchcock wusste ich auch nicht mehr. Richtig. Und noch ein kleines Gimmick. Im ersten Teil... wenn man den Killer aus der Ego-Sicht, da kommt nur Musik, tatsächlich. Doch. Nein! Ist der ganze Film ohne Musik, tatsächlich. Das ist aber, ist trotzdem im Hirn hängen geblieben, weil es hat eigentlich immer Manfred Mondini, wollte ich schon sagen. Hat, glaube ich, bei jedem Teil die Musik gemacht. Stimmt. Manfred Mondini, nee, oder Manfredini. Ich weiß es auch nicht mehr. Ihr könnt das nachgucken, zum Glück weiß ich es nicht mehr, aber das war auch ein Oldschool-Komponer. Ja. Also ich würde mich nicht wundern, dass er auch ein bisschen älter ist und auch schon für Hitchcock so ein bisschen geklimpert hat an der Haft. Das könnte auch sein. Kann gut sein. So. Ja, dann würde ich sagen, danke super fürs geil. Zuhören. Richtig schön. Wirkstoff auf die Ohren heute mit Freitag der 13. und ein bisschen Slasher-Feeling. Absolut. Ja. Bis nach Halloween, würde ich sagen, und Freddy. Ja, genau. Dann geht's weiter. Dann haben wir zumindest die Großen abgesteckt. Die Großen abgesteckt. Ja, das stimmt. Cool. Gut, Texas gibt's auch noch, aber das ist so Letzter Lem. Ja, was machen wir denn da? Der kommt auch noch rein. Packen wir auch noch mit rein, genau. Dann haben wir auch noch demnächst vier Großkaliber am Start, zusammen mit den französischen Produktionen. Da wird's blutig. Ja, vielen finsterlich, Dank. Fürstlich. Fürstlich, dann macht's gut. Macht's gut zusammen. Und das war unser Podcast jetzt. Für heute. Für heute. Sehr, sehr geilo. Bis dann. Tschüss zusammen. Ciao, macht's gut. Ciao.